Ja, hallo, hier ist mal wieder Junker Janel vor dem Netto, der mich übrigens nicht sponsert, aber trotzdem gehe ich da ganz gerne hin, weil da gibt es eine Fleischtheke und das ist zwar nicht dasselbe wie ein Metzger, aber ja, ich sag erstmal, nur abgepackelte Wurst, das wäre gar nichts. Ja, aber zurück zu dem Thema. Ich bin jetzt hier auch wieder zum falschen Zeitpunkt, weil das letzte Mal, wo ich da war, lange Schlange, Leute stehen um den Einkaufswagen an. Ja, Corona-Zeiten eben. Aber worauf ich genau hinweisen möchte, ist, in diesen langen Schlangen verirrt sich auch hin und wieder der eine Rentner. Und ja, kürzlich hat mir auch jemand berichtet, dass er da so mehr als eine halbe Stunde hat anstehen müssen, bevor er da in den Netto rein, na, das war damals nicht der Netto, bevor er in den Supermarkt reingekommen ist. Und ja, wenn man jung ist, das macht jetzt nicht ganz so viel aus, aber ich meine, wir machen das mit diesem Lockdown und der Mund-Nasen-Schutz, ja vor allen Dingen auch der Rentner willen. Und da ist es dann nicht förderlich, wenn die da so draußen ja, halbe Stunde stehen müssen. Das tut denen auch nicht gut. Also sozusagen ein Appell an die Leute, lasst den Rentner oder sonstige Gehbehinderte halt eben schnell vor. Und ja, auch wenn die Security da ist, also vor einigen Supermärkten muss ja schon die Security für Ordnung sorgen. Ja, die könnte vielleicht auch mal ein Auge haben, dass sie die Rentner halt eben schneller vorbeiwinkt. Wäre halt immer eine schöne Sache. Okay, Servus.